Live Channel Music Loft. Music Loft heute mit Neighbor. Sonst eine 5 Frau und Mann Combo. Heute sind sie zu dritt und akustisch am Start. Herzlich willkommen Samira Schmitter, Joel Studer und Jonas Sustain Gigax. Schön. Hey! Hey, freak out! Schön! Er sagt schön! Ja. Oder? Schön, dass du den Mittelnamen von ihm bringst. Finde ich schön. Ja. Klar, natürlich. Willkommen auch bei Facebook Live. Fragen, Likes, Bemerkungen jetzt reinschreiben. Wenn ihr Neighbor nicht kennt, dann können wir noch die besseren Fragen, oder? Weil die können einfach fragen. Und schreiben es auf Facebook Live an. Und wir stellen natürlich die Fragen nachher. Gut, möglicherweise auch, wenn ihr Neighbor schon kennt, dann kommt es vielleicht noch besser. Dann könnt ihr noch die abfahrenden Fragen stellen. Ja. Wir wissen es noch nicht. Nach dem Interview, das wir hier zusammen nachher haben und der wunderbaren, schönen Musik, die wir jetzt gerade hören, stellen wir natürlich eure Fragen. Ihr heisst Neighbor, Nachbarn. Ihr zwei, Samira und Joel, sind ja auch schon mal Nachbarn gewesen und haben euch dann entschieden, Musik zu machen. Das ist ja irgendwie eine schöne Geschichte. So, macht sich auch gut in einer Biografie. Wir sind Nachbarn gewesen und dann haben wir zusammen. Aber irgendwie braucht es ja noch mehr, um zusammen von Musik machen, als einfach irgendwie ein Nachbarn zu sein, oder? Oder was hat denn schlussendlich den Funken gegeben? Dass wir können ja nicht immer nur streiten von oben ab. Und dann haben wir gefunden, ja, die wir die negative Energie mal in positive Energie umwandeln. Nein. Das ist auch eine schöne Geschichte. Ja. Nein, aber beide schon leidenschaftlich Musik gemacht. Und dann von einem Kollegen sind wir angefragt worden, ob wir an seinem Geburtstag spielen. Aha. Wo wir noch nicht Neighbor waren. Okay, aber man hat gewusst, die zwei machen Musik. Ja. Aber noch nie zusammen gemacht vorher? Mal. Nicht als Neighbor halt. Ja. Okay. Aber im Haus auch schon als Nachbarn? Das sind jetzt die tiefen Fragen. Ja, ja, wir steigen einfach wahnsinnig steil. Wir können ja fragen, sind ihr nur Nachbarn? Ich glaube, es gab, bevor wir nebeneinander gewohnt haben, übereinander. Ja, das weiss man nicht. Ja, das weiss man nicht. Film zusammen gemusikt, irgendwann gefunden, jetzt starten wir etwas. Okay. Wir sind Nachbarn zu dieser Zeit. Ja. Und dann ist die glorreiche Idee gekommen. Zack. Unglaublich. Und jetzt sind jetzt dritt Ton, eben normalerweise sind jetzt fünft, aber die bringen uns ein paar akustische Live-Versionen von drei Songs von euch. Wir hören jetzt gerade einen und gegen den Schluss dann nochmal zwei. Ich freue mich schon mega auf In Your Steps, das sind Neighbor live bei uns in der Music Loft. Der Jonas darf sehr gerne kurz bleiben sitzen, weil jetzt kommt so der eine Fixpunkt von der Music Loft, das ist unser Polaroid-Föteli. Und für das Polaroid-Föteli brauchen wir den Andi. Recht herzlich willkommen, Andi. Dankeschön, einmal mehr. Und wir versuchen. Also ich handle das meistens mit den Bands geschwind aus. Sind ihr gerne schön seriös oder möchtet ihr lieber gerne möglichst blöd aussehen? Das ist meine Stärke, darum habe ich immer gerne, wenn sie ja, sagen. Ja, möglichst blöd. Möglichst blöd, gell? Ja. Also komm. Am besten so, ja. Oder vielleicht könnten wir ja ein stockseriöses und ein blödes. Was ist stockseriös? Zuerst stockseriös. Ja, zwei. Also ist es eine Überforderung? Zwei Viertel? Nein, das ist super. Ja, genau. Bringen wir her. Ja. Stockseriös, okay. Sehr seriös. Sehr schön. Ja. Ja. Und sobald das wunderbare Gerät parat ist, ist das schön, so ein Polaroid-Viertel. Ja. Also am Schluss schauen wir es dann an und ihr dürft es dann unterschreiben, falls ihr das wieder vergisst, dass ihr unterschreiben müsst. Sagt einfach, ich kann noch unterschreiben. Ich okay, also. Gerne. Doof. Doof. Sau doof. Sau doof. Gut. Doof mit Geräusch geht immer besser. Danke. Das sieht man auch gut. Ja, das eben. Eben, mittlerweile sind ja dir als Neighbor nicht mehr die zwei. Wir haben vor dem Song In Your Steps davon geredet. Die sind in Vollbesetzung 5. Heute das dritte hier. Das Line-up ist, was die Geschlechterverteilung angeht, auf den ersten Blick super klassisch. Oder? Es hat eine Frau und vier Männer. Samira, wieso darf denn eigentlich immer die Frau in der Band die sein, die dann singt? Und es sieht immer so aus, wie sie die Frontfrau wäre. Ja, das ist jetzt bei uns aber nicht so typisch, würde ich sagen. Wie machen die das? Also ziemlich 50-50, würde ich sagen. Ich bin auch ein bisschen Frontfrau. Mal ist er eine Frontfrau, genau. Mal der Fiese sein, vom vollen femininen Geschlecht. Ja. Aber begegnet dir das nicht so, dass die Leute das Gefühl haben, ja, da ist eine Frau in dieser 5er-Kombo, das ist sicher die Frontfrau. Und du bist dann nicht mehr so Front? Nein,
Nicht einmal so fest. Okay. Es ist noch eher so mit 5 Jungs oder 4 Jungs unterwegs zu sein. Testosteron. Ja, klar. Aber man gewöhnt sich daran nicht wahr. Ja, klar. Ja, also wenn ihr wissen wollt, wie das die genau machen, zu fünft in ihrer Band mit einer Frau und 4 Männern, dann wäre das auch eine Frage, die ihr gerne hier anschreiben du bist ja nicht nur die Frontfrau bei Neighbor, also halb. Mhm. Gell? Wirklich, ja. Er ist auch noch, also er hat es auch gesagt. Mehr, ja, er ist auch noch ein bisschen Frontfrau. Ja, er ist sehr. Du bist auch noch Barista, oder? Mhm. Du könntest uns jetzt in der Music Loft einen wunderbaren Espresso. Wenn das Equipment hier wäre, ja. Wenn du dein Wägeli dabei hättest. Yes. Gell? Ja. Kannst du uns die Geschichte von deinem Espresso-Wägeli erzählen? Weil ich finde es so schön. Ich habe ein Bild gesehen. Hast du gesehen? Ja, und ich habe gedacht, also ich habe herausgefunden, du bist vor allem zu Aarau unterwegs. Mhm. Ich müsste glaube extra mal auf Aarau kommen, damit ich dort einen Espresso trinken kann. Ja, es ist immer ein kleiner Fuhr mit dem ganzen Wägeli irgendwo herzukommen. Es ist ein Velo, ein Cargo-Velo. So dreirädriges, gell? Ja, und vorne hat es eine wunderschöne La Marzocco drauf. Das ist super Maschine. Die richtige. Ja, und es war immer ein der Traum, mal einen Kaffee zu haben. Mhm. Und dann habe ich mal so gestartet mit der Idee, wir könnten auf der Strasse raus, statt mit einem Auto oder mit so einer Karre, ja, mit dem Velo Kaffee machen. Und jetzt war das ein Vorbereich gewesen, und wir werden im November nachher ein richtiges Kaffee mit einem Coworking Space eröffnen in Aarau. Aber nicht das Wägeli. Das Wägeli wird ein bisschen eingestellt für einen Moment. Oh, ja. Wie haben wir das irgendwie so romantisch vorgestellt? Irgendwie du mit deinem dreirädrigen Ding. Strom, habe ich mir gedacht. Wie macht sie denn das mit dem Strom? Ja, Strom brauche ich. Du musst schon anschliessen. Muss nicht, ja. Hast du keinen Akku? Nein. Hast du Trampen? Ja, genau, Trampen. Zum Glück muss ich nicht trampen. Aber ist es gelaufen? Ja. Also ist das der Grund, warum du sagst, okay, heute mache ich ein richtiges Kaffee? Nein, das war von Anfang an der Plan, aber es hat sich verschoben und verschoben. Mhm. Durch Bauverzögerungen, durch einen Brand. Genau. Brennt jetzt auch noch? Brennt jetzt auch noch. Wir haben alles durchgemacht. Genau. Okay, und dann hast du gesagt, ja gut, also dann mache ich halt Kaffee, will jetzt dann mache ich schon mal, ja, genau. Und das ist die Maschine, die man nachher bei dir einen Kaffee hat? Ja, nicht genau die, aber... Ist eine etwas grössere Maschine im Kaffee? Ja, genau. Braucht ein bisschen mehr Power. Wie viele Brühegruppen hast du? Bist du informiert? Ja. 2 Brühegruppen. Sicher. Ja. Cool. Ja, nein, wird super. Dann streiten wir sich immer ein bisschen darüber, muss Latte-Art muss das sein oder nicht? Was ist deine Haltung dazu? Nein. Machst du Palmen drauf und Herzen? Ja. Schon. Aber einfach, weil ich es gerne mache und weil ich finde es so schön. Okay. Ja. Ich finde es aber immer ein bisschen strange. Ich bestelle einen Cappuccino und dann bekomme ich ein Herzchen. Und denke ich, was muss ich mit dem? Was verstehst du? Was ist denn jetzt mit dem Herzchen? Nein, nein. Ja. Aber du findest es einfach schön. Ja, das gehört hier dazu. Aha. Aber du, wenn es so lange der Schaum gut ist, darf er auch sonst irgendwo oben drauf sein. Also ich trinke sehr gerne Kaffee. Was hast denn du, wie viel, weißt, bist du jetzt so eine 100% Arabica? Oder ich sag dir noch, was ich davon halte? nach dem Meeting, nach dem Statement. Hey, ja, momentan bin ich auf 100% Arabica. Okay. Aber nicht wegen Arabica, sondern einfach, weil ich es gerne habe. Ich habe gerne die Fruchtnoten. Okay. Das ist schon interessiert dich auch. Trinkst du gar keinen Kaffee? Trinkt gar keinen Kaffee. Nein, das ist nicht wahr. Nein, nein. Also ich meine, sorry, dir Gründer, Vater und Mutter von Neighbor, sie hat, du teilst ihre Leidenschaft für Kaffee nicht? Absolut nicht. Aber wir haben heute auch einen anderen Getränkesponsor. Ja, ja. Ja, das ist wahr. Wir trinken gerade einen Schluck, so. Mhm. Naja, mhm. Auch noch einen, ne? Den wunderbaren Glory Bomb. Okay, du trinkst Tee. Eher etwas Kaltes, etwas Kühles. Nicht einmal ein Tee. Weißt du, wenn ich Durst habe, dann muss es runter. Und Tee, dann verbrenne ich mir noch die Zunge und Lippen. Und so. Wenn ich krank bin, oder kühlen Tee, selber Tee mache ich in den Kühlschrank stellen. So einen Eistee? Ja. Einen selbstgemachten? Ja, ja, ja. Ist er gut? Hast du auch schon einen von ihm? Von ihm? Ja, den habe ich gehabt. Der ist super, ja. Ah, ja. Cool. Aber du hast noch nie einen Kaffee von ihr probiert? Nein. Nein, echt? Nein, da muss man, wirklich konsequent sein. Irgendwo. Nein, ich verstehe, das ist gut. Ich kann nicht damit umgehen. Da streitet ihr also nicht drüber. Also, ich bin gespannt mit deinem Kaffee. Sag nochmal, wann geht es? Mitte November. Mitte November. Im Büro mit Y in Aarau. Büro? Büro. Büro. Ja. Okay. Ja, unbedingt vorbeikommen. Ja. Alle Zuschauer auch. Muss ich auch. Das natürlich liegt jetzt ein bisschen auf der Hand. Hey, gibt es in diesem Kaffee auch Musik, weil du singst ja? Ja, vielleicht nicht gerade von mir, aber... Mhm. Das würdest du jetzt nicht machen? Das habe ich mal gemacht, als ich sonst in einem Kaffee geschafft habe. Dann gemerkt, machst du dich sehr verwundbar. Komische Mischung, gell? Ja. Das singen die Beizer, nicht. Ja, das hat man schon mal probiert. Ja, das geht irgendwie nicht. Mit Quetschkommoden in den Ecken und ja, ja, ja. Spielt dann noch eins und so.
Schöne Idee, schöne Vision. Ja. Ich sehe dich schon. Also bei euch mit der Band, so wie ich es zurückverfolgen kann, kannst du mich gerne korrigieren, aber ich hatte euch das erste Mal auf der Platte 2017, als das erste Album rausgekommen ist. 16 ist es, glaube ich. Ist das gewesen? Ja, die erste EP. Euch ja. Debüt. Debüt-EP. Genau. Haben wir vorher eigentlich schon zusammen angefangen? Oder ist das, wir haben 14 angefangen. Ja. Und dann sind wir irgendwann aufnehmen. Das war im Winter 16, wenn es mir recht ist. Und im Sommer haben wir dann die EP zum ersten Mal rausgelassen. Ja. Ja, das und dann haben wir mit Band davon spielen, dann sind, sind die anderen dazugekommen. Wie sind die dazugekommen? Für, wo wir die Release-Party haben gemacht, das Release-Gartenfest. Haben wir Musiker gebraucht? Haben wir gedacht, jetzt müssen wir mal gute Musiker noch dazu. Und dann haben wir natürlich ein paar Leute angefragt. Beim Jönu, der vorher schön gespielt hat, sind wir aufnehmen im Studio. Und dann haben wir noch einen Bassist und einen Schlagzeuger gebraucht. Und, so ist das Ganze entstanden. Es war ein natürlicher Weg. Weißt du, jetzt sind wir so ein Quintett. Wenn man so das zweite angefangen hat, das macht einem ja auch aus. Man ist so ein Duo, man hat so eine Vision zusammen, hey, die und die Musik machen wir. Und wenn jetzt noch plötzlich der erweiterte Kreis hast, muss man nicht mehr diskutieren oder ist das sehr organisch gewesen, sofort? Es ist schon noch speziell. Schon noch speziell. Vor allem haben wir immer wieder das zweite Gigs gehabt, nachher mal als Band und so. Ist schon eine Umstellung, aber es kommt natürlich ganz viel Kreativität rein, ganz viel Know-how auch. Und das geniessen wir jedes Mal, finden wir immer schön. Wir haben wie die erste EP auch so aufgenommen, mit der ganzen Band. Und von dem her ist es wie so. Also, das sind auch die Jungs schon dabei gewesen, die jetzt dabei sind? Teils. Okay. Ja. Und wir müssen natürlich jetzt ein bisschen die anderen drei fragen, ob sie das spüren, dass die eigentlich der Core sind und sie wie so ein zweiten Grades sind oder ob das jetzt homogen ist. Wie ist eure Einschätzung? Sind ihr eine Einheit? Führen mit Eisner vor. Nein. Oder weißt, haben die irgendwie auch noch das Veto? Irgendwie? Ich glaube, das ist, haben wir nie ein grosses Problem gehabt. Bin ich sicher so, sie haben selber auch noch andere, ganz viele andere Projekte. Ist auch bei ihnen nicht das Hauptprojekt. Von dem her ergibt sich das fast so ein bisschen, dass wir da dass es halt unser Projekt ist. Mhm. Aber wir haben sie auch gerne voll dabei. Ja, und sie gerne immer haben wertvolle Inputs. Das ist cool. Also es ist eine mega Zusammenarbeit. Ja. Aber die sind schon irgendwie head off. Ja, wir sind... Die sind ja Neighbor. Ja, eigentlich. Ja. Also, die zwei. Ja, ja. Die sind mal Neighbor gewesen und sind immer sind, Neighbor. Sind wir im Herzen noch. Ja. Die wohnen nicht mehr gleich, oder? Das ist einfach mal so gewesen. Ja. Das ist so gewesen. Ein schöner Start. Genau. Wirklich. In eurem... Also im Zusammenhang mit eurer Musik taucht schnell mal der Begriff Folk auf. Wenn man es so hört, habe ich jetzt vielleicht noch eher beim Debüt ein bisschen mehr vielleicht das Gefühl. Ja. Jetzt tröpfeln ja langsam aber sicher weitere Singles raus. Vier habe ich, glaube ich, seit Ende 19 gesehen. Und man merkt schon noch, okay, Folk, das ist irgendwie drin. Aber wie würdest du das genauer beschreiben? Es ist immer ein bisschen bemühend für Musikerinnen und Musiker. Manchmal wissen sie gar nicht, was sie sagen sollen. Genau. Gell? Ja. Aber ich habe jetzt irgendwie auch nicht gefunden, was soll man so sagen? Kannst du irgendwie Rock, Pop, Folk, alles sagen? Ja. Aber ich glaube, wir sind so Folk, halt, wo wir eben angefangen haben. Wir waren das Zweite mit zwei Gitarren, das Mehrstimmige. Und ich bin so ein Kind, hat mega mit Bluegrass und so Folk aufgewachsen. Echt? Und das haben wir gerne. Und ich glaube, durch das haben wir uns einmal so ein in dem Genre gefunden. Ja. Und nachher, eben jetzt gerade bei diesen neuen Singles, haben wir wirklich verschiedene ausprobiert. Und sind andere Einflüsse dazugekommen, die gerade von den anderen Bandmitgliedern genau. Also eigentlich ein Weiterentwicklung. Von dem her ist es wirklich so ein bisschen Pop. Soul-Einflüsse, ja. Was es halt gibt. Gewisse Rock-Einflüsse. Ja. Also das heisst, wir kommen aus dem Rock-Pop. Ja. Und man findet sich immer irgendwo ein bisschen. Aber es dunkelt mir, die sind ja recht open-minded, was euren Stil angeht. Stimmt das? Also, wenn, das kannst du das jetzt irgendwo an, sind ihr dann so ein bisschen dran entwickeln, wo geht es mit uns an? Ja, momentan sowieso, ja. Genau, es gibt Änderungen wird in der Band, wo wir vor allem schauen, sind, hey, ja, wo geht's, wie geht es weiter, was für eine Zusammensetzung. Genau. Okay. Und ich glaube, schon nur die Zusammensetzung allein macht dann sehr viel aus, in welche Richtung sich etwas kann entwickeln kann. Mit anderen Einflüssen in der Band. Also das zeichnet sich ab, dass es irgendwie in eurem Line-up ein bisschen Veränderungen gibt. Genau, so im nächsten Jahr dann. Okay. Genau. Auftreten kann man im Moment nicht, gell?
Nein, mehr so kleinere Anlässe oder Hochzeiten fester. Mhm. Das ist möglich. Aber es tröpfeln schon noch ein paar Singles raus. Das ist noch cool. Wenn immer mal wieder etwas hörst, das finde ich schon lässig. Wir haben jetzt mal die ersten vier. Wir hätten noch zwei, drei in petto, die wir aber noch nicht ganz fertig machen. Mhm. Die bringen wir auch irgendwann raus. Mhm. Mhm. Maybe. Ja. Maybe. Haben wir noch nicht diskutiert. Maybe. Die zwei müssen wir miteinander sprechen. Genau. Die Herren haben alle irgendwie gerne Schnäuz und Hüte. Sieht man? Ja, das ist so. Haben sie extra schön zu Weg gemacht. Ja, das also mittlerweile hast du sogar Bart. Ja, ich habe fast immer Bart. Und dann denkt, jetzt muss ich mal ein bisschen künstlerisch aussehen für ein Fötterli. Dann haben wir schon ausgeschnitten. Also die Schnäuze sind schon unglaublich auffällig. Sie sind schon schön, gell? Also sie sind... Meine Frau nicht so Freude haben. Also das finden sie ja nicht alle gleich. Wenn sie jetzt Schnauze sehen, hat man verschiedene Assoziationen. Ja, aber tendenziell ist es schon hip, glaube ich. Oder? Ja. Ist Style noch wichtig für euch als Band? Ja, ich würde schon sagen. Mhm. Also jetzt nicht, dass wir immer genau die Lachen dort hinten. Ich würde jetzt immer sagen, dass, es, dass wir uns mega würden absprechen vor einem Gig oder was wir jetzt anlegen. Aber ich glaube, jeder Mensch... Legen wir etwas an. Das ist wahr. Also wenn die Leute nicht genau wissen, von was für einem Style, also wenn ich von Hüte und Schnäuze rede, ich finde, dass das eigentlich unbedingt anschauen. Sag mal geschwind die Website, weil ich kann... Neighbor.ch Ist es nicht O-X? Ja, das ist ganz einfach. Einfach eben. O-R, nicht genau, O-R. Genau, das ist das Wichtige. Ja, ja. Neighbor. Genau. N-E-I-G-H. Mhm. B-O-R. Ja. Genau. Punkt C-A. Top. Schnäuz und Hüte. Du natürlich nicht. Nein, ohne, oder, ohne das, Schnauze. Das wäre falsch. Das hättest du nicht müssen sagen, dann hätten die Leute... Hätten sie können schauen können, ja. Nein, okay. Also Style ist irgendwie auch noch wichtig. Darum zum Musikstil nochmal geschwind von euch. Das... das geht in eine andere Richtung, als das, du hast vorhin schon kurz angedeutet, als du ursprünglich erstellst. Du hast eigentlich mal wollen Pop studieren. Ja, ja. Also das machen wir jetzt, das ist jetzt nicht einfach eine Popband, oder? Nein, eben, es kommt ein bisschen alles zusammen, verschiedenste Einflüsse und irgendwie finden wir uns mal da, mal dort. Pop-Einfluss hat es, glaube ich, immer, wenn man nachher eine Single macht, wo man will. Wollte ich die Radios bringen, dann muss man immer ein bisschen poppig sein. Aber dein Studium, das ist irgendwie, das hast du dann doch nicht gemacht? Nein, das ist ganz, das ist lustig, wo hast du das herausgefunden? Das Popstudium? Ja, nein, das ist, ich bin an der Uni zu Bern gewesen, einfach mein normales Studium gemacht. Und dann habe ich per Zufall gesehen, der ZHDK, in Zürich kann man Pop studieren. Bald Anmeldefrist, wo durch ist. Dann habe ich mich spontan dort beworben und bin dann an die Prüfung gekommen. Und dort nehmen sie immer nur jemanden. Und ich war halt nicht der beste Sänger. Jetzt hör aber auf. Ja. Nein, also da... Nein. Nein, wirklich nicht. Okay. Prüfung hätte ich, glaube bestanden. Aber eben, sie nehmen jemanden und das ist gut so. Okay. Die Beste, glaube ich, genommen. Und dann hast du einfach gefunden, okay, meine Popkarriere ist vielleicht jetzt, verläuft jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es war sowieso spontan, gewesen, das Ganze. Und mehr neben allem anderen. Und dann war das gar nicht so eine Sache. Gewesen. Es war eine coole Erfahrung. Gewesen. Okay. Aber Musik mache ich ja sowieso. Mhm. Genau. Ja. Genau. Und er ist auch nicht der, der jetzt einfach unglaublich der Popper ist bei euch in der Band. Das kannst du... Nein, jeder Rocker, hätte ich gesagt. Echt? Wenn nicht, dann müsste er ein Rockstudio machen. Das kann man eben nicht. Hä? Nein, nein, das kann man nicht. Ja, ich komme schon eher aus dem Rock. Ja, was ist Rockerherz. Manchmal trinkt es durch. Aber schon. Es ist schön. Kann man natürlich, das Rockerherz kann man jetzt im Setting von eben schon nicht wahnsinnig ausleben. Ja, das wir haben schon eine Single, die ein richtig Rock geht. Muss schon mal reinhören. Die Öl auch ein bisschen rösten und macht auch Spass. Macht auch Spass. Cool. Also Samira, Musik und Politik ist ja nicht immer so einfach. Ist ein bisschen delikate Mischung. Kann man so sagen. Wie ist das für dich als Bandkollegin von Joel? Er ist ja aktiver Atomgegner. Gell? Sagt man ja. Könnte man sagen, ja. Ja, also er ist im Verein nie wieder Atomkraftwerke bleibt. Ich genau, habe ich das nicht einmal gewusst lassen. Ja. Nein, du, das ist gut. Es war lustig, einmal haben wir auf einer Rückfahrt nach einer Bandprobe. Es war kurz vor der Abstimmung gewesen, und da gibt es doch da das schöne Tool auf... Smartwatch. Smartwatch, genau. Wir sind immer auf Smartwatch. Da haben wir gefunden, ich soll jetzt das sofort mal ausfüllen, dass ich auch weiss, was ich denn genau abstimme. Ich bin wirklich manchmal nicht die Informierteste. Jetzt habe ich das ausgefüllt.
Und wer erscheint zuoberst auf der Liste, das ist der Joel nebenan. Okay. Was aber Einfluss genommen hat. Aber das ist gut. So wird ja mal wieder ein bisschen vielleicht gebildet. Vielleicht hat er ja Einfluss genommen. Ja, wer weiß, eben das weiß ich nicht. Ist das schon Gegenstand von, ich meine, damit man im Verein nie wieder Atomkraftwerk Schweiz ist, du hast die Überzeugung, dass das richtig so ist und das ist ja nicht missionarisch unterwegs mit diesem Thema. Nicht einmal, nein. Echt jetzt? Wirklich? Bin ich Leute bei dir? Nein, ist nicht. Also, weißt du, ist ja nicht ein strahlender Missionar für das Thema. Strahlend, nein, weißt du, in dem Zusammenhang. Ja, ja. Ich bin niedergüssig geworden und gross geworden. Und darum ist die Abneigung. Das, ja. Und mein Papi, der war schon lange. Gewesen. Ja, ja. Leute in der Familie. Aber er ist jetzt nicht das grösste Thema, wo wir immer bereden. Aber du willst alles abschaffen, was Atomkraft angeht in der Schweiz? Mittelfristig, ja. Mhm. Ja. Ich frage mich eben, wie das genau... Also... Ich frage mich wirklich, wie wir das genau machen sollen mit dem Fuss. Weil jetzt irgendwie ist ja alles Strom. Also all die Elektroauto und alles. Und irgendwie, bis wir das Zeug können, alternativ... Technologie ist rum. Ist da. Würdest du sagen? Ich als Nicht-Expert, nein, so viel meine Technologie ist rum. Man muss investieren an den richtigen Orten. Effizienter werden in der Stromnutzung. Und dann kommt das gut. Aber ich glaube, wir sind auf gutem Weg da. Also Elektroauto sollen wir bedenkenlos fahren? Besser als ein Benziner und ein Diesel. Hey! Ja, das sind weißt du noch was? Nein, ich bin da durch. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich zu wenig gut informiert oder so. Ich denke, Mist, wie machen wir denn das? Wenn alle Elektroautos fahren und eigentlich würden wir ja gerne die AKWs abschaffen. Genau, und dann haben wir noch alle die Scooter und unsere Geräte werden auch alle Strom. Das finde ich schon froh. Und dann ist ihnen die graue Energie in diesen Elektroauto, gell? Mhm. Also jetzt werden wir politisch hier in dieser Music-Loft. Das ist ja Wahnsinn. Die ist jetzt schon Facebook-Chat verloren wieder. Wie ist denn das? Wir werden das mal mit einem flammenden Anti-AKW-Song. Bei Neighbor. Also den Brand haben wir schon gehabt. Ja, genau, den Brand haben wir schon gehabt. Nein, ich finde nicht. Also, was ich fragen möchte, kann man das mischen? Weißt? Könntest du dir jetzt vorstellen, die politisch... Und Musik? Habe ich auch schon gemacht, aber weniger jetzt nicht im Neighbor-Projekt. Das müsste für sich ein Projekt sein, wo das reinpasst. Genau. Ja. Genau. So, ein Joel. Joel, was auch immer. Joel singt über Politik. AKW finde ich nicht das einzige wichtige Thema. Oh, es gibt aber eben, jetzt müssen wir nicht die Büchse der Pandora öffnen. Nein, verlieren wir noch mehr Zuschauer. Nein, verlieren doch keine Zuschauer. Wir können doch auch politische und gesellschaftsrelevante Themen besprechen, oder? Aber dir als Neighbor, zu fünft, wie funktioniert ihr denn so? Eben gerade, wenn so Themen aufkommen. Also, weißt du, man verbindet das so. Also, mir geht das immer so. Ich gehöre den Neighbor und dann hat man irgendwie gerade so, dann sehe ich die fünf Menschen hier mit Schnäuz und Hüten und so und Volk ein bisschen und so und denke, ja, die gehen doch sicher auch zusammen irgendwie fort und haben eine gute Zeit miteinander und diskutieren eben auch so Themen. Ist das nicht so? Weißt du, sind die nicht freundschaftlich irgendwie unterwegs, eher Zweckgemeinschaft? Nein, wir hassen euch. Nur Zweck. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass wir alle ein bisschen aus irgendeinem Ecke von der Schweiz kommen. Ja. Also wir, die Aarauer. Dann haben wir die Berner, die Luzerner. Altner-Fraktion. Altner. Ja. Kann man schon nicht immer zusammen abhängen. Dann hängen wir es nicht so oft zusammen ab, ja. Klar. Aber klar haben wir die Zeiten, wo wir noch eins zusammen gehen können. Aha. Und dann wird es dumm geschwätzt. Gerüstet. Nein. Das muss auch mal gemacht sein. Ja. Muss auch mal dumm geschwätzt sein. Ja, hoffentlich. Ja, ja. Gibt gute Ideen beim dummen Schnurren. Ja, ja. Genau. Aber politisiert haben wir. Das denn doch nicht? Was nicht so aus. Ich bin nicht so missionarisch unterwegs. Nein. Wenn ich etwas sagen darf, wenn ihr irgendeine Wahl dabei seid, geht auf Smartvote, schaut, wer hat eure Meinung und dann wählt die Personen. Wählt nicht Plakat, sondern wählt auf Smartvote die Leute, die eure Meinung vertreten. Ja, aber ist ja dann, kommst du dann doch du raus? Irgendwie, ja. Irgendwie hast du sie dann doch beeinflusst, oder? Genau. Je nachdem. Probieren es aus, würde ich sagen. Grundsätzlich sind wir im ersten Leben mal Lehrer gewesen. Beide. Ich bin immer noch. Gang. Ja. Ich bin auch nicht weg davon. Ja. Nein, ich bin immer noch Lehrer. 80%. Aber nicht Musik? Doch, schon auch. Okay. Auch ein bisschen. Mhm. Ja, ja. Und wissen die Schülerinnen und Schüler, dass du auch Musik machst?
Ja. Findest du es noch cool oder findest du es ein bisschen cringe? Gewisse interessiert es nicht, das verstehe ich. Es gibt wichtigere Sachen als das Privatleben des Lehrers. Gewisse sind selber Musik interessiert und haben Freude, wenn man ein bisschen mit ihnen darüber redet. Aha. Und wenn man ein bisschen singt zusammen, haben gewisse natürlich mehr Freude und gewisse weniger. Ja, klar. Ja. Du lehrst nicht mehr? Mal, ich bin auch noch ein bisschen. Okay. Ja. Aber nicht nur ein Barista-Kurs? Nein, nicht einmal, das habe ich noch nicht gegeben. Ja, nein, ich bin ein bisschen am unterrichten an der Primarschule. Genau. Okay. Und nicht musikalisch dort? Nicht mehr, vorher schon. Ja. Genau. Ich müsste natürlich irgendwie instrumentalisieren, oder? Bei der nächsten Single oder so. Können wir einen Kinder- und Jugendchor im Background? Ja, ich glaube auch nicht mit dem Neighbor-Projekt, aber wer weiß. Ja, nicht das. Immer die. Aber du hast gute Ideen. Ja, ja. Eben, geil. An dem also, nicht. Musik im Kaffee, mit der Handorgel in der Ecke, Samira. Du musst in der Handorgel liegen. Die neue Neighbor-Single mit einem Kinderchor im Background. Das ist ein wunderschöner. Ja, wer weiß, gibt, könnte man schon mal einbauen. Also nicht für dich schauen. Würdest du schauen? Ja. Ja. Ist gut. Ja. Würde mit ich einen Kaffee finde ich sogar trinken. Genau. Ja, es hat ein bisschen shaky gedönt, wenn sie sagen, ja, in der Zukunft wissen wir jetzt gerade nicht, wie wir zusammen weitermachen. Weißt, ich habe es ein bisschen überinterpretiert möglicherweise. Mm. Ist das wirklich so? Also, dass man jetzt gerade so ein bisschen Findungsphase, neue Leute. Neufindung. Es ist mehr, also das zweite, so... Das Core, wie du das vorher hast. The Core. So the Neighbor Anglizisme, Core. Ja. Dann, das bleibt sicher. Wir haben jetzt heute das erste Mal mit dem Jön und das dritte, glaube ich, etwas ein Auftritt. Tönt schick. Jetzt habe ich gemerkt, du sagst Schitter. Aber tönt schick. Ja, danke. Entschuldigung. Sie wäre gar nicht gegangen. Nein, es macht Spass. Mir macht es sowieso Spass, mit vielen Leuten unterwegs zu sein beim Musiken. Und nicht unbedingt gerade je mehr. Doch, vielleicht auch je mehr, desto besser. Sorry, Sami. Das ist okay. Nein. Ich will jetzt einfach vorher ins Kaffee investieren. Ja? Wie meinst du das? Also, das hat jetzt ein bisschen so gedönt, wie er wüsste, dass du nicht so unendlich aufschrauben mit der Musik machen. Ah, nein, ich glaube, du machst es nicht so. Sie hat gerne halt auch den Erfolg. Es ist halt immer, wenn man im Bandkontext unterwegs ist, dann geht es ein bisschen weiter weg vom akustischen Folkigen. Obwohl ich mich auch sehr damit angefreundet habe, muss man sagen. Muss man wirklich sagen. Jawohl. Muss man sagen. Nein, aber ja. Ja. Aber es scheitert uns nicht in dem Sinn, dass man aufhört oder dass ich jetzt nur noch im Kaffee bin. Das hätte ich auch nicht. Das denn doch nicht. Nein. Aber eben, dass es ein bisschen Veränderungen wird geben. So. Ja. Und das ist noch nicht ganz klar. Aber sicher, dass wir in ihrer Form mitmachen. Saubere Sache. Ja. Dann hoffen wir, dass das Kaffee jetzt gleich startet. Nicht wieder irgendetwas brennt oder irgendetwas. Nicht hoffen, Nein, das läuft jetzt. Ich komme sehr gerne mal vorbei, auch wenn du nicht vom Wägeli aus servierst, sondern halt in deinem Kaffee mit Y etwas. Büro. Ja, mit Y. Ganz einfach. Genau. Sehr schön. Im November, in Aarau. Ich brauche nämlich nochmal eure Unterschrift auf diesen wunderbaren Polaroid-Fotos, wenn ich jetzt einmal geschwind in die Kamera habe. Wir haben eins Bier ernst gemacht und eins gestört. Ist auch lässig, dass im Gestörten ich richtig vorne. Und dann sieht man einfach, dass der Müller irgendwie gestört reinschaut. Ist lässig. Schön. Wunderbar. Ja, sind ihr auch? Ja. Oder kann man machen. Ich habe euch nämlich noch einen Stift. Und dann dürft ihr alle drei da noch unterschreiben. Und dann kommen wir in unsere Wall of Fame, die da wunderbar hinter euch hängt. Genau. Life is not just a la-la-la-la-land, gell, haben die gesungen in the Studio. Was willst du mit dem sagen, Joel? Das ist nicht immer alles schön, aber es gehört dazu. Life is kein Ponyhof. Ja, so all das. Sozusagen die moderne Pop-Version. Genau. Ein bisschen mit. Und der, den wir am Schluss gelost haben, The Presence, ist sehr andächtig. Also er hat irgendwie auch er hat etwas Religiöses, kann man so sagen, oder? Ja, aber schon. Ich weiß nicht. Also inspiriert sind wir, oder bist du vor allem? Es fast wie ein Gebet, wenn man zuhört. Lustig, ja. Kann man gut so sagen. Ja. Also, oder ist das mit dem Island mit einer grossen Gruppe dort, was ist das, 2015. Mhm. Und das war im Februar. Und die Schönheit in der Kargheit hat mich inspiriert. Und
habe ich das Lied geschrieben. Schön. Von dem her vielleicht fast ein Gebet im Sinn von, wow, es ist so schön. Ja, genau. So genau. Überwältigend, ja. Das ist der Island-Song, gell, nennen wir genau. Den? Ja. Heimlich. Ja. Die haben für jeden Song irgendwie noch einen Decknamen. Für jeden Song etwa drei Namen. Und einfach zum Musiker verwirren. Wir spielen den Island-Song und so. Genau. Wer ist der genau? Ich sage doch einfach Presence. Ja. So wär's. Ganz genau. So wär's. Ja. Die Unterschriften haben wir. Danke vielmals. Das ist sie, die Live-Channel Music Loft. Herzlichen Dank unserem Partner der Event AG. Und die Music Loft gibt es natürlich jederzeit auf livechannel.ch/musicloft oder auf YouTube, wo dann die Clips von Neighbor in den nächsten Tagen auch drauf kommen. Oder auf unseren anderen Social-Media-Kanal, Insta oder Facebook, was es halt so alles gibt. Euch danke vielmals fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Samira Schmitter haben wir hier gehabt. Der Joel Studer haben wir hier gehabt. Und bevor jetzt du wieder neidisch sagst, bei ihm sagt er wieder den mittleren Namen, der Jonas Stein Gigax, hast du auch einen mittleren Namen für dich? Einen mittleren Namen? Benjamin, aber kein Künstlernamen wie er. Also. Aber ich könnte dich schon. Also ich könnte dich Benjamin. Hättest du noch Joel Benjamin Studer? Und bei dir könnte man es noch verzieren? Das gibt es nicht. Samette, du guckst schon mal. Auf jeden Fall sind wir zusammen Neighbor. Recht herzlichen Dank, dass ihr hier gewesen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss miteinander. Bis zum nächsten Mal Music Loft. Live-Channel Music Loft. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Kommentiert und liket, abonniert uns und drückt die Glocke, wenn ihr die Updates bekommen wollt. Alle weiteren Infos auch auf livechannel.ch/musicloft. Live-Channel Music Loft mit der Event AG. Eventtechnik für Ihre Veranstaltung. eventag.ch